Hallo, herzlich willkommen hier auf der ASI 2017 am Stand von Wirestorm. Ich möchte Ihnen heute unsere neueste Matrix-Generation zeigen, die sogenannte H2X-Serie. Wir haben hier zwei Varianten, die 16x16 und 10x10 Matrix. Die Besonderheit bei diesen Modellen liegt darin, wir haben eine Audio- und eine Videomatrix kombiniert, die wir vollkommen unabhängig voneinander schalten können. Wir haben im unteren Bereich eine Videomatrix mit HDMI-Eingang, einem gespiegelten HDMI-Eingang, welcher dasselbe Signal wie der HDBaseT-Ausgang ausgibt. Wir sind in der Lage, voll 4K zu handeln, inklusive 10-Bit HDR. Im oberen Bereich haben wir die vollständige Audiomatrix. Wir können sowohl über SPDIF den Sound reinbringen, wir können genauso über ARC den Sound von der Zone zurückholen zur zentralen Stelle oder wir haben die Möglichkeit, das Signal von HDMI hier auszuspielen und über Audio, über SPDIF oder über Analog-Stereo auszugeben. Die Matrix selbst hat einen DSP inkludiert, wir haben einen Equalizer pro Zone, wir haben Gain pro Zone und wir können ein Delay pro Zone setzen. Hier ebenfalls ist es möglich, Restriktionen zu setzen, sodass nicht jede Quelle auf jede Zone geschalten werden kann. Für diese Matrizen ebenfalls verfügbar Custom-Karten mit HDBaseT-Input, damit man im Rack keine unnötigen Receiver platzieren muss, wenn man zum Beispiel direkt vom Bodentank zur Matrix fährt. Eine weitere Neuerung, ein komplett neuer Receiver, welcher folgendes Problem beheben soll. Setups sind mit verschiedenen Displays, zum Beispiel 2K, 4K und einem WUXGA-Projektor, war stets das Problem, dass nur der kleinste gemeinsame Nenner per EDIT ausgegeben wurde. Wir haben mit diesem Modell die Möglichkeit zu skalieren. Wir können herunter auf 720p, genauso aber hoch bis zu voll 4K, haben zusätzlich zwei Ethernet-Anschlüsse an der Seite und haben die Möglichkeit, das Audiosignal per SPDIF oder per Analog-Breakout nochmal an eine lokale Stelle auszugeben. Hallo und herzlich willkommen auf der ASI 2017. Wir befinden uns hier am Stand von Wirestorm. Ich möchte Ihnen heute die neueste Generation der HDMI über IP-Übertrager, Network HD, vorstellen. Diese Serie arbeitet mit der JPEG 2000-Kompression, um die bestmögliche Bildqualität zu übermitteln. Diese Lösung besteht aus einem zentralen Controller, welcher die Möglichkeit bietet, zwei Netze parallel zu adressieren. Ebenfalls habe ich die Möglichkeit, ein RS-232-Signal einzuspeisen und dieses geroutet an einen bestimmten Receiver auszugeben. Am Transmitter der Lösung haben wir einen HDMI-Eingang, genauso einen gespiegelten Ausgang, um das Signal zum Beispiel zu meinem Vorschau-Display weiterzugeben. Und ich habe die Möglichkeit, das Audiosignal herauszuziehen, Stereo-Audio, und so einem Multiroom-Audio-System weiterzugeben. Am Receiver selbst haben wir ebenfalls einen Audio-Breakout. Wir haben die Möglichkeit, das RS-232-Signal zur Steuerung der Senke gleich mit herauszuziehen und natürlich einen HDMI-Ausgang. Wir übertragen hiermit voll 4K über das Netzwerk inklusive 10-Bit HDR. Hallo, herzlich willkommen auf der ASI 2017. Wir befinden uns hier beim Stand von Wirestorm. Ich möchte Ihnen heute die Network HD, die neueste Generation, vorstellen, ebenso wie die Network HD Touch, eine einfache Steuerungsmöglichkeit über das iPad. Unsere neueste Network HD Generation besteht aus einem Transmitter und Receiver der sogenannten 240er Modelle, welche es uns ermöglichen, voll 4K über das Netzwerk zu übertragen und dank der Kompression, dank dem Kompressionsverfahren H264 verbrauchen wir auch so wenig wie möglich Bandbreite. Zur Steuerung des Ganzen arbeiten wir hier mit einer ab sofort im App Store gratis verfügbaren Applikation für das iPad. Diese Applikation zieht sich die Konfiguration unseres Setups vom zentralen Controller und bildet sämtliche Räume, welche wir zuvor konfiguriert haben, ab auf einen Blick. Wir haben eine Live-Vorschau der Quellen und können in jedem Raum unterschiedlichste Setups bereitstellen. Wir haben hier zum Beispiel die Einzel-Display-Applikation, können aber genauso per Klick einfach auf die Video-Wall umschalten. Im Einzelmodus sowie im Video-Wall-Modus kann ich die Quellen den Displays zuweisen, indem ich sie einfach aus der Vorschau nehme, per Drag and Drop ziehe, loslasse und das Bild erscheint im Handumdrehen auf dem Display. Ich habe ebenso die Möglichkeit, mir diverse Presets abzuspeichern, um dadurch die Zuordnung der Quellen zum Display fest zugeordnet zu haben und kann diese durch wenige Klicks oder wenige Fingerdrücke sofort wieder abrufen.
Die Applikation ist wie gesagt ab sofort verfügbar, benötigt kein weiteres Steuerungssystem